Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem Let's Read. Heute musste ich mal wieder ein Buch suchen und das Buch heißt Luas Tagebuch. Ich habe die Mission, die damit verbunden war, nicht zu Ende gemacht, deshalb weiß ich gar nicht, hab ich keine Ahnung, wer das ist. Weil ich konnte das Rätsel nicht lösen, ich war zu blöd dafür, aber das seid ihr von mir gewohnt. Wir gucken einfach mal rein. 25 Jahre lang habe ich um meinen Mann getrauert und auf Rache am Kaiserreich gesonnen, das ihn mir genommen hat. Ich habe die Magie erforscht, mit deren Hilfe ich seinen Geist wieder einen Körper geben kann, und etwas an der Geschichte von Fiori und Holgeier hat mich hierher geführt. Holgeier würde ein perfektes Gefäß abgeben, um meinen Sael wieder auferstehen zu lassen. Es ist mir gelungen, die Toten hier zu erwecken und sie als Arbeitskräfte einzusetzen, um den Weg zur Hauptkammer der Gruft freizuräumen. Es muss wohl an den Methoden liegen, derer sich die alten Nord bedienten. Sie sind unglaublich gut erhalten. Wenn diese Sturmmäntel doch bloß halb so viel Verstand hätten. Wir hätten sie benutzen können, um die Elfen vom Kontinent zu fegen und hätten einen neuen Staat gründen können, um das Kaiserreich zu bekämpfen. Und gerade jetzt, wo ich so kurz vor dem Ziel stehe, bricht ein Krieg aus. Der schlafende Bär von Himmelsrand, der uns in Hammerfell nicht zu Hilfe eilen wollte, wacht ausgerechnet jetzt auf, wo das Kaiserreich sie auch im Stich gelassen hat. Sie glauben wohl, sie wüssten, was es heißt, durch das Kaiserreich Qualen zu erleiden. Sie wissen gar nichts. Ich würde sowohl das Kaiserreich als auch diese Söhne von Himmelsrand ins Reich des Vergessens schicken. Das heißt, das ist eine Frau. Okay, ich dachte, das wäre ein Typ. Aber ist ja egal, die ist auf jeden Fall ein Bischof von dieser Holgeier-Dings. Holgeier und Fiori-Geschichte interessiert. Das haben wir, glaube ich, auch gelesen, das Buch. Ich kann mich aber absolut nicht mehr dran erinnern. Da tut mir jetzt leid. Vielleicht könnt ihr euch ja noch daran erinnern. Und, ja. Was soll ich noch mehr sagen? Das war's eigentlich auch schon. Sie will ihren Mann also wiederbeleben. Von mir aus soll sie machen. Ich muss mich da nicht drum kümmern. Habe ich auch nicht. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Part wieder ein. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.